noch schlimm aus. Gib also Bescheid, wenn du den Grill hast, ja? Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Need for Speed Heat. Wir machen heute weiter mit ein bisschen Rennen. Gucken wir mal gerade, was wir hier noch so haben. Hier oben ist noch eine gute Mission. Und wir fahren rüber. Bisschen in der Nacht, weil ich muss leveln. So, dann fahren wir mal. An der Küste gibt es ein paar Schrotthändler, die mit seltenen Teilen handeln. Ich weiß, dass sie einen Grill für einen 67er Camaro vorrätig haben. Allerdings wollen sie ihn mir nicht verkaufen. Kannst du es vielleicht mal versuchen? Kein Problem. Danke. Oh, eins noch. Die Typen mögen keine Straßen. Ich habe deshalb vorsorglich einen Wagen getunt und ihn da unten abgestellt. Ich lasse den Kopf gerade mal ziehen. Und wir fahren ein kleines Sprintrennen, das heißt Prestige. Ich bin gerade auf dem Weg zu. So, fahren wir mal. So, also wir haben jetzt 7 Gegner, also mit uns als 8 Leute, und dann schauen wir mal, ob wir das heute halbwegs vernünftig auf die Reihe kriegen. So, ist keine Absicht, dass ich den jetzt ein bisschen rausgedrückt habe. Bin mal gespannt, ob wir diesmal Kopf kriegen. Jetzt sieht er aber auch gerade ein bisschen weg, der gute Bastard da vorne mit seinem BMW. Ich will gerade ein bisschen mal Gas geben, damit ich mal wieder ein bisschen einfange, da den Kollegen. Jetzt habe ich ihn wieder. Ich erwarte eigentlich fast, dass wir jederzeit Cops kriegen. Jetzt sind wir auch ein bisschen nah weggekommen vom Rest des Feldes. Schön, dass wir da genau in dem Moment den Gegenverkehr reinspawnt. Prozent, bisschen haben wir noch. So, erstmal haben wir. Meine Fresse, ihr habt aber heute auch mit mir, ne? Ja, trotzdem gewinnen wir das Rennen. Wir sind hitzig für 1. Ich guck mal gerade, ob wir noch irgendwie ein Rennen haben. Ich würde bei Spartan sagen, das da. Das heißt, ich verziehe mich noch gerade ein bisschen. Aber mich wundert, wenn jetzt gleich nochmal ganz viele Fahrer da entgegenkommen werden. So, ich will mich mal gerade ganz kurz an die Tankstelle verkrübeln. Und wir waren ein weiteres Sprint drin. Das heißt Hochgefühl.
dann, let's go. Ebenfalls wieder 7 Gegner, genauso die. Ich vermute, dass es dieselben sind wie eben auch. Ja, nicht ganz sein. Scheiße. Das Problem ist, dass ich jetzt natürlich zurückfahren muss. Wohl geht, nee. Alles gut. Ich dachte mir jetzt, ich muss zurückfahren, um nochmal Schwung zu holen. Jetzt wieder ein bisschen aufholen hier, ne? Das ist halt ein Sprintrennen. Das ist keine zweite Chance, keine zweite Runde, sonst irgendwas. Hammer, wir sind schon mal Vierter, die drei da vorne sind nochmal, haben wir schon im Blick. Und jetzt haben wir sie alle geholt und sind wieder in Führung. Okay, das Ende des Feldes, die letzten zwei haben wir schon. Also die kommt jetzt ran und nehmen. Aber uns lassen sie noch in Ruhe. Wir müssen jetzt eigentlich gleich im Ziel sein. Bisher zumindest. Kann sich aber auch ganz, ganz schnell wieder ändern. Aber... So, ich guck mal gerade, ob ich jetzt ins... Ich habe keine. Haben wir da auch mal eine Garage? Wir sind in. Ne, wir müssen jetzt mal auf Entkommen gehen, ne? So, dann heißt es jetzt ab zurück zum Ziel. Fahren wir denn mal heim. Dann haben wir auch schon wieder Folgenende, liebe Leute. Weiß ich jetzt irgendwas noch dramatisch passiert. So, jetzt sind wir das sehr genau wieder jetzt auf. Gut, ja. So, ab in die Garage, dann haben wir was geschafft. Immer wenn ich eine ruhige Nacht habe, will ich nur eins. Da rausgehen und Gas geben. Jawohl, das nehmen wir doch glatt alles mit. Level 18. Perfekt. Und damit haben wir auch neue Autos. BMW M4 Coupé, 10 Autos insgesamt. Mercedes AMG. Oh, ich hätte es gedacht, ich kriege jetzt noch mehr Autos zu zeigen. Ah, schade. Okay, dann sehe ich mal uns, sehen wir uns dann trotzdem in der nächsten Folge wieder und dann geht's weiter mit dem Speed Heat. Also dann am Montag.